heute schon das Auswärtsspiel gegen Salmrohr auf dem Plan. Man hat 7:1 gewonnen. Das erste Tor fiel schon nach 10 Minuten. Hat das bei uns in die Karten gespielt gehabt? Ja, natürlich. Ja, in den letzten Spielen haben wir uns immer schwer getan mit dem ersten Tor. Heute ist es relativ früh gefallen. Aber die Mannschaft hat auch wieder von der ersten Minute an gleich wieder Druck gemacht und hat gezeigt, dass sie hier gewinnen will. Und ja, dann verdient gewonnen. Und ja, heute waren wir auch effektiver, haben wir die Tore dann auch gemacht. Du hast angesprochen, wir waren heute ein bisschen effektiver. Warst du generell zufrieden mit der Effektivität? Oder hätten vielleicht noch ein paar Tore mehr fallen sollen, weil wir hatten ein bisschen Lappenpech? Ja, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Ja. 7:1 gegen in der Meisterschaft oder sowas. Ja, man muss auch mal zufrieden sein. Ja, die Mannschaft hat es sehr gut gemacht und von dem her sind wir mit dem 7:1 sehr zufrieden. Bis dann die neue Saison geht. Ali, 7:1 Sieg gegen Salmrohr. Du hast ja da auch getroffen, aber du hattest auch das beim 3:1 sahst du nicht so glücklich aus. Wolltest du da unbedingt den Gegentreffer wieder gut machen? Ja, beim Gegentor habe ich den Ball ein bisschen unterschätzt und ist ja rübergerutscht in meinem Fuß und dann leider das Gegentor entstand. Heißt, es wieder gut machen? Ja klar, man will immer, wenn man Fehler macht, wieder gut machen. Egal, was für ein Fehler ist und dass es mir geglückt ist, umso schöner, aber Hauptsache wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Du hättest sogar die Chance auf ein zweites Tor gehabt, aber hast den Elfmeter an Sven Zirkler weitergegeben. Welchen Grund hatte das? Kein bestimmten. Zirki hat sich gut gefühlt und wollte ein Tor schießen. Hat, glaube ich, bis jetzt noch keins gehabt und ich teile gerne gar kein Thema, also habe ich gerne gemacht. Also warst du der gute Mitspieler? Ja, hoffentlich. Spiegelt das 7:1 generell den Spielverlauf wider oder ist vielleicht ein, zwei Tore zu viel gefallen? Nein, also ich muss sagen, wir haben von Beginn an echt gut Druck gemacht und waren sofort konzentriert bei der Sache, was auch nicht immer so leicht ist gegen einen tiefstehenden Gegner. Haben Tore früh gemacht, was uns auch gut relativ in die Karten gespielt hat. Und ich denke mal, es war passend so. Vielleicht noch ein, zwei Tore mehr hätten es schon sein können, aber alles gut. In der zweiten Halbzeit sind, ich sag mal, nur zwei Tore gefallen. Hat man da ein bisschen das Gas rausgeholt, um sich für die englische Woche noch zu schonen, ohne jetzt die Leistung von Salmrohr zu schmälern? Ja, natürlich. Ich glaube, das macht man dann automatisch. Ja, wir haben mit Samstag ein schweres Spiel. Ja, und von dem her war schon klar, dass wir nicht jetzt nochmal so eine erste Halbzeit abliefern müssen, sage ich mal so. Die Mannschaft hat es kontrolliert gemacht, hat noch Tore gemacht und das war in Ordnung. 7:1 Sieg gegen Salmrohr. Warst du ein bisschen überrascht, dass es heute zu deutlich geworden ist? Ja, wir haben direkt vom Beginn an ein gutes Spiel gefunden. Haben direkt am Anfang 1-0 gemacht und wenn man erstmal ein Tor macht, dann wird es eh einfacher. Wir haben gedacht, je länger es 0-0 steht, umso schwieriger wird es für uns. Aber wie gesagt, wir haben früh das Tor gemacht und es hat uns gut in die Karten gespielt. Du hast den Schusspunkt heute gesetzt mit deinem 7:1-Treffer. Fühlst dich jetzt ein bisschen besser, weil in den letzten Spielen hattest du ein bisschen Pech im Abschluss. Ja, heute hatte ich einfach mal das Glück auf meiner Seite. Ich bin froh, dass er reingegangen ist. 7:1 gewonnen, alles gut. Wie geht man jetzt nach so einem Sieg ins nächste Spiel? Ja, genauso konzentriert wie heute. Samstag wichtiges Spiel gegen Dieflin, das wollen wir auch gewinnen. Gehen wir genauso konzentriert an wie heute.